Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Reset 2. Und hier geht die Party, aber es wurden mehrere Villager infiziert. Ja, alle. Alle? Ja, wir haben keine mehr. Ich frag mich nur nicht, ob die. Wo bist du jetzt, Pierre? Warte, bist du hin? Gerade. Die Frage ist nur, wir können die natürlich. Wir haben keine Tränke, noch lange nicht, dass wir die irgendwie wieder retten können. Hatten die irgendwas Wichtiges eigentlich? Ja, also Bibliothekare halt. Ja, geil. Die sind ja jetzt alle weg. Weil ich hab hier einen Zombie rausgemacht. Lass die doch einfach am Leben, das ist einfach da oben drin jetzt, oder? Alter, da sind 5 Zombies drin. 6 Zombies, da sind einfach alle Villager. Und 2 Witches. Ich glaube, irgendwie Witches müssen doch auch sich da irgendwie generiert haben. Und die drin sind. Da ist alles drin rumgammelt. 3 Witches sogar. Alter, Junge, da will ich, da geh ich nicht rein. Ja, nee, das kann man auch vergessen. Ich baue die Tür zu. Ich baue die Tür zu. Jo. Die sollen da nicht mal rauskommen. Wenn die da rauskommen, sind wir dran. Komm, geh mal rein. Zugriff. Arschlecken-Zugriff, Alter. Ja, bei allem anderen hätte ich gesagt Zugriff, aber nicht bei 3 Witches. Ja, alles, wir müssen hier unbedingt. Das geht. Das, fuck! Ja, das ist doch frei für den Arsch. Jetzt wollen wir auch nicht mehr hier bleiben. Ja. Doch, wegen den Sachen, die wir hier noch angepflanzt haben. Das ist eine Spinne. Hier ist noch eine Menge Viecher, die hier rumlaufen. Ja, das ist ja scheißegal, die können uns ja nichts. Auch schon wieder ist das scheiß Auto-Jump an. Oh, was denn alles? Nimm den Zombie. Ja, ich hab nur ganz kurz. Alles klar. Ich brauch auch gerade Leder. Wir müssen ja auch mehr ausleuchten, Alex. Das ist wichtig jetzt. Hab ich auch gerade eben schon gemacht. Hier ist ein Creeper. Ist das eine Giftspinne? Nee, ne? Das ist eine normale. Geil. Ja, egal, wir regenerieren ja, wenn wir essen. Aber ich bin teilweise so wenig voll gegessen. Ach Gott, Alter. Oh, Skelett. Ich verliere immer wieder so schnell Leben, weil wir einfach nur so Scheiße fressen. Ja, wieder Creeper von der Seite. Oh, das sind die Oh shit. Wir sind ja in der Wüste. Fuck it, das sind die Wüstenzombies, die in der 1.10 oder dazugekommen sind. Die können einem, irgendwas drücken die einem. Hunger. Ich hab's eigentlich schon erlebt. Der war in einem der Häuser drin. Okay, Hunger. Dann ist gut. Ja, Alex, lauf einfach zu, drauf zu auf den Creeper. Blocken dann. Ich habe ja ein Schwert Dings und kann blocken. Alter, Mann, ey. Es ist gerade richtig ungeil hier. Ja, aber ich kann eigentlich ganz mehreres Kimmer. Ich habe gerade mal ein Schild ausgewählt hat und dann geblockt habe einfach. Es wird jetzt heller, aber gut. Ja, trotzdem, wir müssen hier trotzdem hier alles ausleuchten, sonst ist es wirklich ein Reset. Komm schon. Dann willst du zu einem kommen. Ja, einfach immer schön blocken. Ohne Scheiß, immer in Kampfsituationen denke ich. Ich denke aber doch jetzt inzwischen immer dran, immer das Schwert zu Schild zu nehmen, Alter, dann immer zu blocken. Dann machen die einem so wenig. Ist auch gut so. Irgendwo brennt ein Skelett auf unserem Feld. Ja. Bei den Creeper, haben wir eigentlich über uns genug ausgelöscht? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ah ja, hier auf dem Laub kann man ja gar nichts platzieren, aber hier kann auch nichts spawnen wiederum. Ich guck mal, wie es in dem Haus aussieht, ob die jetzt alle sterben. Ja, sind alle tot, bis auf ein paar Witches. Eine Witch. Na, wie denn? Despawned. Können auch despawnen, wenn wir nicht in der Nähe sind. Das ist halt auch das Problem daran wieder, weißt du, Zombies können eben despawnen. Und wenn halt eben ein Zombie unsere Villager zu Zombie-Villager machen, können die dann, sobald wir weg sind und es hell ist oder auch ohne hell ist, können die einfach wiederum despawnen. Ab dem Moment sind die halt wieder despawnable, was halt nämlich wahrscheinlich gerade sind. Ja, heißt unsere Dings wurden erst infiziert und dann jetzt eben despawned. Nice. Super. Dorf wieder gerade wirklich dick für den Arsch jetzt. Ja, müssen wir halt unsere Verzauberungen uns auf normalen Wege holen. Ja, aber die wichtigen, die wir da haben, die brauchen wir erinnert, glaube ich. Ja, wir können ja wieder neue Zombie-Villager züchten. Ja. Aber das dauert halt alles lang. Ja, wir hatten ja einfach nur halt traden müssen. Und Glück haben, dass da irgendwas dabei rauskommt. Und so müssen wir jetzt wieder alles von vorne machen. Nur weil so ein scheiß Zombie da reingekommen ist. Jo. Wir haben gerade mal die Felder, aber wir haben nichts mehr an Essen.
Ja, ich mache ja gerade auch, ja. Ich tue hier gerade die Felder bei uns machen, aber die sind teilweise noch nicht hochgezogen. Ich bin doch schon dabei und ich hab die ja eigentlich schon gemacht. Deswegen hast du wahrscheinlich nichts mehr. Nee, da gehen schon welche wieder. Aber die sind noch nicht auf der höchsten Aufbaustufe, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall schon was, dass da mehr. Meine Maus ist im Arsch. Ja, dann kauf dir eine neue, Alter, dass du keine 15 Euro hast. Die Maus war teuer. Das war nicht eine gute Maus. Okay. Problem ist nur. Ich habe eine Maus für 80 Euro. Manchmal. Ja, ich hab mal. Aber das hängt auch nicht unbedingt an der Maus. Das kann auch sein, dass das durch CPU-Overload kommt. Habe ich bei der Maus auch manchmal. Wenn ich klicke, egal was ich mache, dann tut das manchmal doppelt ausführen. Das liegt auch wiederum an der Maus, ja. Ich hab mit der Maus ja nichts gemacht. Ich tue die ja nicht irgendwie durch die Gegend gespannt oder so. Das mache ich ja mit der Maus nicht. Ja, das machst du nur mit Controller. Mach ich ja. So. Alter, die Folge, die kam ja schon. Natürlich. Von Ultimate Team, von FIFA. Wenn die aktuell war, ja. Ja, von gestern. Ich habe da reingeguckt, aber ich hab's nicht wirklich geguckt. Ich habe eigentlich nur auf deine Soundqualität geguckt. Nein, ich habe davor schon mal eine aufgenommen gehabt. Ja. Alter, ich habe die Folge weggeschmissen. Essen habe ich verloren. Ganz knapp, glaube ich, in der 90. noch verloren, war es nicht. Also ich mache in der 90. 2-2 und kassiere dann dem Moment danach direkt das 3-2. Hab wirklich, so laut habe ich noch nie geschrien, hab wirklich richtig geschrien vor Wut, ja. Und ich war fuchsteufelswild. Der Gegner war so ein richtiger Hurensohn. Also das war der schlimmste Hurensohn, den wir in FIFA 16 je hatten. So ein richtiger Motherfucker-Hurensohn. Motherfucker. So aufgeregt. Also ich gehe mir fick dich und dann Arsch lecken. Abbruch. In der Gelände. Ja, hab ich ja, aber also bei mir ist immer so, und ich weiß inzwischen, ich reg mich echt nicht mehr so schlimm auf, weil ich zum Beispiel, was mich ja am meisten aufregt, ist ja immer, wenn es rumleckt, weißt du? Inzwischen, mir ist das scheißegal, ob ich ein Ulti in Season kann ich dann ausbügeln mit Kohle, weißt du? Also mit Coins halt. Was ich meine, ja. Mit Coins. Ja, mit wie heißt die Scheiße nochmal? Also im Endeffekt sind es ja irgendwelche, irgendeine Währung ist es ja, ich weiß nicht, wie UTC, irgendwas, wie heißen die? EAFC. Genau, ESFC-Token-Dinger halt da. Ja, aber nicht in Ultimate Team. Ja, aber in Ultimate Team nicht, aber da scheiße ich auch drauf. Ich hab das Brot gerade erst rein. Ich mach nur das. Da scheiße ich aber auch drauf im Endeffekt, weil. Da gehe ich auch raus. Also in Seasons gehe ich raus und da gehe ich auch raus. Weil, wenn es laggt, da rieche ich mich so auf, ich gehe inzwischen immer raus. Mir ist das scheiße, glaube ich, deswegen absteige. Aufstieg nicht schaffe, was auch immer, ich gehe immer raus, wenn mich das einfach zu sehr aufregt. Ich gebe mich da so sehr auf, dass ich, keine Ahnung, da will ich irgendwelche Leute umbringen. Deswegen, da sage ich mir inzwischen, ich spiele FIFA aus Spaß und dann steige ich halt nicht auf, juckt mich nicht. Wenn mich so jemand abfacken will. Also wenn jemand so ein Drecksnetz hat. Ich habe 12 Brot reingemacht. Okay. Ich habe 2 Melonen aktuell noch im Inventar. Ich überlege gerade, was ich jetzt essen soll. Ja, die müssen nicht alle Melonen essen. Ja, das ist ja gerade die Frage, was esse ich denn sonst jetzt? Okay, ich nehme Brote, die. Hallo. Ja, ich nehme die Möhren. Brote sind ja nur 12. Wie nur 12? Ja, ich will nicht nur so wie. Dann nimmst du die. Dann nimm du die. Ich habe Möhren. Ich lebe gesund hier. Yeah. Benji Lifestyle. Alles und gesund. Ja, wenigstens in Minecraft, Alter. Mensch, nicht im richtigen Leben. Das würdest du auch nicht, wenn wir Tiere hätten. Achso. Da mal ein Runde Holz. Was irgendwas will ich gerade sagen? Achso, ich wollte gerade irgendein Thema ansprechen. Ach genau, du bist ja morgen nicht da, ne? Ich bin aber morgen auch nicht da, weil hab ich dir schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich gehe morgen mit meinem Vater nach Offenbach und ja, wir wissen es. Ah, das hast du schon gesagt. Ja, genau. Und okay, dann habe ich es schon gesagt. Und guck das Fußballspiel. So. Meine Axt. So, jetzt ist. Guck mal, ich frage mich gerade, Moment. Die Sticks, die ich da reingemacht habe. Ich habe 8 Stück. Nehmen. Ich weiß nicht, ob ich sie genommen habe. Ich hatte auch ein paar Stück im Winter. Ich habe noch 20 und 8 Holz dabei. Also 20 verarbeitet, 8 unverarbeitet. Wo ist eigentlich mein scheiß Punkt? Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Homepoint ist. Deswegen setze ich ihn gerade nochmal neu. Mit Rechtsklick, ja? Ja, Rechtsklick und dann musst du auf das Ja klicken im Chat. Und das zweite Spiel, was dann gekommen ist, dann gestern Folge. Wie hab ich gewonnen? 5-5-2. Ah, Kartoffeln, nice. Und der Gegner hat mir dann am 4-2 oder 5-2 hat er mir dann geschrieben. Ja. Man kann schreiben? Ich weiß gar nicht, wie das mehr geht. Also in PS4. Private Nachricht schreiben halt. Achso, okay. Ja.
Ja, hat irgendwas, ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat, lächerlich oder so, ist ja lächerlich. Weil der Sieg für ihn zu hoch war, aber man hat, ich hatte. Oh, ich habe Hunger gekriegt vom Zombie, scheiße. Ja, weiter. Hektisch. Ja, ich bin gerade am Zombie kämpfen, gleich. Okay. Es gibt Huren, auch Zombies, ist doch Hurensohn. hell draußen, oder? Ja, aber war irgendwie so ein Wüstenhurensohn. Achso, die sterben nicht, ja, stimmt. Dann hat er mir geschrieben, lächerlich oder sowas, dann war nicht mehr zu Ende. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, der Sieg war verdient. Er war auch verdient, hatte mehr Ballbesitz. Von seiner Sehen her war er besser. Gut, ich hatte 14 Torschüsse aufs Tor. Er hatte 10. Ich hatte 19 Schüsse insgesamt. Er hatte 11. War er besser, auf jeden Fall. Ich habe 5-2 gewonnen. Er war besser, auf jeden Fall. Hatte mehr Ballbesitz, mehr Ecken, mehr Zweikämpfe. Aber er war besser. Schön, du bist aber schlecht. Dann hab ich ihn blockiert. Dann konnte er so mir nicht mehr schreiben. Ohne Scheiß, Ganz einfach. auch immer, das erinnert mich richtig an sonst Minecraft, Alter. Also Minecraft-Chats halt eben auf dem Kommissar, das ist genauso behindert. Das sind die auch immer. Ich ficke irgendjemanden halt mit OP-Equip, was es halt gibt, okay? Nehme so low, 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 weißt du, ohne Scheiß. Und ich nehme so, yo, enjoy Jetban. Wenigstens kann man das immer einreichen und dann wird derjenige kriegt Und den dann habe ich Jetban. geschrieben, du bist aber schlecht. Dann habe ich ihn blockiert. Ja, ist auch so. Lass mich nicht verarschen. Von so einem Hurensohn. Wie ist eine Kuh? Baumgehege. Aber nur eine. Das ist ein bisschen wenig für ein Gehege. Aber du kannst trotzdem ein Gehege weit bauen und dir reinstecken. Ich bin gerade übrigens wieder unten am Main, fällt mir gerade auf. Ach so, jetzt weiß ich noch was. Ich bin so behindert. Ich weiß schon wieder, was ich gerade machen wollte. Ich habe übrigens gerade jetzt mal einen Nebengang gebaut. Weil der eine. Nether-Portal? Oder was? Nee, 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 noch nicht. Wir haben ja noch gar keine Dia-Rüstung. Wir wollen ja noch nicht in Nether ohne Dia-Rüstung, haben wir gesagt. Wegen Safety First und so, ne? Außerdem haben wir noch nicht mal eine Dia-Spitzhacke, um überhaupt Obsidian abzubauen. Könnten wir aber haben. Ich weiß, könnten wir. Oh, Enderman! 3, Am 2, heiligsten Tage. 1, Reset. Nein, ich hab ihn nicht angesehen, aber Okay. beinahe. Okay. Meine Maus ist rechts an ihm vorbei. No. Was soll ich jetzt noch? Ich wollte gerade irgendwas machen. Ach genau, das war jetzt schon, wie ich das machen wollte. So, Ich das da. farme gerade Holz und dann baue ich ein Gehege und dann wird die Kuh da eingesperrt. Ich mache jetzt mal gerade nach unten. Obwohl. Ah komm, kann ich mir auch Wenn sparen. Ich bin dumm. Ich wollte gerade du Treppen so machen hell? zum Runtergehen in unserer Mine, aber wir können es da hin und her teleportieren. Ich bin auch behindert. Frag, es ist noch hell. Nicht mehr hell, nicht mehr, gleich nicht mehr hell. Fick dich, Holz! Ach so, ich könnte auch mal gerade was. Ich mach mal gerade ein bisschen was anderes. Und zwar, hier in der Wüste, ich sehe gerade überall hier Zuckerrohr. Ich würde schon mal anfangen, das irgendwo hier in unserer Nähe. Also, und so, ich hole das jetzt mal gerade alles ab, was hier in der Nähe ist, an Zuckerrohr. Und baue das mal bei uns direkt neben dem Haus an. Weil brauchen wir eh wieder später. Also, hier ist so viel einfach nur, weil es hier eine Wüste ist, ne? Ich habe schon Oh. 28 und habe 3 Stück gerade erst abgebaut oder 4. Keine Ahnung. Kuh ist jetzt mal eingebaut. Hat noch kein Gehege gebaut. Die ist einfach nur. Aber Holz um sie geplantet. Okay. So, jetzt mache ich auch wieder Ausschleich, weil es nämlich dunkel und dunkel sein ist. Und dunkel ist uncool. Nämlich kein Bock. Irgendwann gleich zu sterben oder. Oh, Fackel, scheiße. Ich weiß zwar gerade nicht, wo mein Punkt ist. Ich glaube, mein Punkt könnte schon wieder unten sein und nicht in unserem Homebase. Er ist unten in der Mine, aber egal. Im Zweifel Du kann ich mich kannst den einfach in die Mine zurück Steinblock nicht teleportieren, mehr. das ist doch auch in Ordnung. Da ist es auch in Ordnung. Das Brot in die Truhe, ja, nice, okay. Habt die Kartoffeln auch in die Truhe? Meinst du Erst Brötchen? getrunken. Da meine ich ja Kartoffeln. Ja. Du hast gerade Dings gesagt, ja. Ja, ich weiß. So, übrigens bin ich gerade in der Mine wieder. Ja, nice. Was ich machen? Na, genau. Fackeln. Das geht nicht immer so auf mit meiner Taktik, mit dem Dings. Na gut. Mit dem Teleportieren. Das ist manchmal auch scheiße, aber. Dass die Koordinaten getauscht werden, aber. Ansonsten wäre es auch manchmal wiederum auch scheiße. Oder noch öfter scheiße.